Im letzten Part hatten wir natürlich, wie gesagt, den Mondberg betreten und Team Rocket, einige Team Rocket-Rüppel besiegt und ein paar neue Pokes gefangen. Und in diesem Part werden wir jetzt diesmal unseren Weg wappnen Richtung Azuria City. Doch wir werden jetzt nochmal kurz aufgehalten. Stehen geblieben. Dieses Fossil gehört uns, klar? Wie und wann hast du uns überhaupt überholt, hm? Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Ich bin James. Zusammen sind wir Team Rocket und wir werden zurückholen, was wir uns rechtmäßig andauern wollten. Ich wünschte, die hätten natürlich das Motto von Team Rocket gemacht, wie bei einem Anime. Oh Mann. Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket fanden dich heraus. Das ist jetzt unser... Okay, jetzt kämpfen wir... Die haben jetzt den Smogger und Retter Level 12. Beide sind Gift-Typ, das ist aber gar nicht gut. Aber wirklich, ganz ehrlich, der letzte Part war, der vorige Part war ziemlich in die Hose gegangen, da jetzt so viele Pokémon nicht unbedingt kämpfen wollten, wie ihr gesehen habt. Aber naja, ich konnte noch fliehen, mindestens zum Glück. Aber jetzt geht es jetzt schon mal ruhig und gelassen weiter mit. Oh Mann. Ich jetzt mal Smogon auf den Donnerschock und Spiegeltrick auf Rattan, glaube ich. Auch ein Volltreffer gelandet. Katja, überlebe es bitte. Weil ich kann nicht gewinnen gegen Team Rocket so einfach. Und dich. Wir haben zum Glück noch 3 Beleber, das ist das Mindeste. Wir setzen Rattan ein und Pikachu muss sich jetzt heilen. Sieht ziemlich eng aus für uns. Und Haupt ist down. Shit. Das sieht aber gar nicht gut aus für uns. Sandan. Ich werde mal Sandan jetzt rausholen. Okay, jetzt mal Doppelkick auf Smogon. Obwohl es nicht so viel bringt. Mist. Oh Mann, es ist auch noch vergiftet. Das ist aber auch gar nicht gut. Jetzt habe ich 2 bis 3 Pokémon jetzt gerade vergiftet. Okay, dann muss ich jetzt wieder heilen lassen jetzt. Oh Mann, die Bickler sind immer noch aktiv. Es ist komisch, die haben nicht mal Mauzi dabei. Naja. Mauzi war letztes Mal in der gelben Edition. Als Kampf, in Kampf eingesetzt, aber diesmal haben die nicht Mauzi als Kampf dabei. Ich kann mich noch erinnern, als ich diese 2 gekämpft habe in der ersten Generation, da werden schon Erinnerungen wach, wie ich richtig gedisst worden wurde von diesen beiden. Damals, als ich die gelbe Edition gespielt habe, das waren ja schwierige Zeiten, da hatte ich das erste Mal Pokémon gespielt. Das waren noch Zeiten, gute Erinnerungen, wenn wahr.
werde mal das Rattan jetzt mal ausschalten und ich lasse mir jetzt Pikachu heilen. Denn wir brauchen Pikachu unbedingt noch am höchsten Stand. Und Rattan ist raus aus dem Rennen. Jetzt ist nur noch Smogon übrig. Und Pikachu erreicht Level 14. Mirapai erreicht Level 13. Naja, ob ich wirklich das einsetzen soll, Giftpuder wird mehr passen, aber... Nee, brauche ich nicht. Und jetzt Tackle ein. Na gut, okay, dann setzen wir jetzt mal Donnerschock. Ah, nein, 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 nicht so. Habe ich fast verpasst, da es nicht mehr Rattan gibt. Wir müssen Sandan sowieso jetzt hochleveln. So, jetzt sollen wir uns heilen, unser Sandan. Es ist gut, dass es keine Giftattacken mehr hat, da wir jetzt Rattan sowieso besiegt haben, da Schlamm, ich weiß nicht, was für eine Attacke hat er eingesetzt, ich glaube, Giftstachel oder was, oder ich weiß nicht, keine Ahnung, naja. Donnerschock und wir haben Jesse und James schon locker geschlagen. Ich glaube es einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind? Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Okay. Sieht aus, wie Pikachu will was von uns. Ja, sieht genervt aus der Wäsche. Naja. Ich kann mir vorstellen, wie genervt aus der Wäsche du fliegst. Aber jetzt kriegst du einen Streicheleinheiten. Okay, streichel, streichel, streichel. Und jetzt kriegst du noch eine Himbeere dafür, dass du es soweit geschafft hast. Mit den Joy-Con ist es ziemlich nervig. Ich muss dann echt meine Pokéball Plus dann bald bekommen. Okay, jetzt haben wir es geschafft, diesmal über den Mond durch den Mondberg zu kommen. Und wir erreichen auch schon den Ausgang von dem Mondberg. Und erreichen schon Level Route 4. Route 4 verbindet von Mondberg mit Azuria City. Ah, endlich mal draußen. Das war schon jetzt einmal eine heftiger Kampf. Aber wir haben es tatsächlich geschafft durch den Mondberg. Das ist das Mindeste, Leute. So, jetzt haben wir wieder hier 5 Pokebälle. Ich glaube, jetzt tun wir auch ändern, da wir jetzt zu wenig Superbälle haben. Ich muss die Superbälle jetzt richtig sparen. Pokémon Box. Ich weiß nicht, soll ich jetzt ein Pokémon umändern? Ich glaube schon. Okay. Na gut. Wir haben jetzt Mankey in unserem Team reingelassen. Das wäre besser. Und jetzt schauen wir mal nach, ob wir wahrscheinlich mal wilde Pokémon wieder finden können hier auf Route 4. Was wollen wir jetzt noch hingehen? Wir reichen uns eh schon jetzt Azuria City.
Mal sehen, was wir noch im... Ein Habitak. Oh, den fangen wir noch schnell. Oh, das war ein großartiger Wurf. Eins, zwei, drei. Und das auch ohne Beere. Radfurz erreicht schon Level 10. Wir haben heute einen Eintrag im Pokédex angelegt. In großen Höhlen fällt ihm das Fliegen schwer. Allerdings kann es feilschnell herumherflitzen, wenn es um den Schutz seines Habitats geht. Ich war knapp gesagt, habe ich gesagt, Habitat. Da sind Radfratz. Oh, da ist noch ein Sandan. Brauche ich ja gar nicht. Gut. Dann erreichen wir jetzt mal Azuria City. Und die Musik. Ich liebe es. Haus des Fahrtmaniacs. Schauen wir jetzt ein bisschen um in Azuria City, was es hier gibt. Ist meine Fahrradsammlung nicht der Hammer? Ich lasse dich nicht einmal entfahren und sie stehen auch nicht zum Verkauf, aber du darfst dir so lange anschauen, wie du willst. Das ist ein Eilrad. Also es ist ein Eilrad. Und das blaue ist ein Kunstrad. Wie bei der dritten Generation haben wir das auch schon und bei den anderen auch, glaube ich. Ich weiß nicht, was das hier ist. So ein einfaches Fahrrad hat auch was, oder? Dieses Modell war bis zu kurzem voll im Trend und es gab nur eine begrenzte Stückzahl. Der frische Farbe. 1 Million. Ja, kannst du ein bisschen langsamer reden. Selbst der Anfänger können damit ganz einfach fahren. Ja. Aber mal sehen, was der zu sagen hat mit dem Eilrad. Der Name ist schon ganz gesagt, das besondere Merkmal des Eilrads, seine Schnelligkeit. Okay. Ich kann leider nicht einmal lesen, es redet zu schnell. Mann. Jetzt mal ganz langsam reden, ich kann nicht einmal richtig genau lesen. Junge. Das ist Hundrad als wilderer Außenseiter. Den kannst du viel sagen. Ja, man kann jetzt auch nicht lesen, weil er zu schnell redet. Meine Fresse. Wir haben 5 Herzschuppen erhalten, weil wir jetzt alle Fahrräder geschaut haben. Aber so wie es aussieht, sind die Fahrräder nicht im Verkauf. Aber mal sehen. Irgendwas wird uns ersetzen, das Fahrrad. Ich freue mich immer, seltener Fahrräder zu sehen, aber der Fahrradmaniac ist eine totale Quaselstrippe. Ich rede gerne auf Pokémon, aber Fahrräder sind auch cool. Na gut, da haben wir jetzt hier schon vieles gesehen. Oh, was ist los, Pikachu? Der Springbrunnen plätschert vor sich hin. Möchtest du etwas Geld in den Brunnen werfen? Da mir 50 da reintun. Platsch! Du hast 50 in den Brunnen geworfen. Irgendwie sieht Pikachu ein kleines bisschen glücklicher als zuvor. Aber was passiert dann, wenn ich 500 rein tue? Ich hätte 500 gegeben, ist ja besser. Little Wild Tackle jetzt! Menno, das war schon wieder nichts. Little Wild Vorlenzt. Oh man, das ist dieselbe Sache wie mit, wie sagen wir so, mit dem, was war das noch? Oh Mann, ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viele Pokémon gespielt, ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. In der ersten Generation hat dieses Mädchen gehabt einen... Lamus. Ja genau, Lamus. Das hat auch überhaupt nichts gebracht. Für ihr. Wir brauchen jetzt mehr Tränke. Wir haben jetzt fast keine Tränke mehr hier. Ne, ist ein bisschen zu wenig.
uns schon reichen für uns, für den Kampf. Und was brauchen wir da noch? Superbälle, wir brauchen noch sehr viele. Ich glaube, 5 würde schon reichen für uns. Und wir brauchen Schutz. Vielleicht, ich weiß ja gar nicht, aber ich glaube, ich werde das Schutz überlassen. Wie gesagt, wir brauchen jetzt 2 Gegengifts, die uns reichen. Da wir jetzt selten Feuerheiler, wenn wir auch brauchen. Glaube ich, 2-mal nur. Denn von Zeit zu Zeit werden wir eh bald neue Items dann freischalten können, wenn wir je stärker wir werden. 2 Eisheiler, obwohl wir nicht gefroren werden. Und 2 Aufwecker, wenn wir die mitnehmen. Und natürlich 2 Paraheiler. Okay, schauen wir mal hier um. Kennst du Sonderbonbons? Im Laden habe ich keine gesehen, aber damit soll man den Level eines Pokémon auf einen Schlag erhöhen können. Wir haben schon einen Sonderbonbon gefunden im Mondberg. Je mehr Arenaleiter du besiegst und Orden du erhältst, desto mehr Items stehen dir zum Kauf zur Verfügung. Das ist ein Zeichen dafür, dass du als starker Trainer anerkannt wirst. Na gut, wir setzen mal ein Sonderbonbon auf ein Pokémon, das irgendwie schwach ist. Ist auf der Medizintasche, oder? Nö. Ja, ein Bonbonglas. Wie kann man denn sowas vergessen? So dumm sein. Naja. Wir setzen Mankey auf Level 7 hoch. Okay. Schauen wir noch weiterhin um in Azuria City, was es hier noch gibt. Aber ich glaube, wir werden jetzt noch zum Pokémon Center gehen, heilen und mit ein paar NPCs noch reden, was sie gibt. Das ist der Brunnen von Azuria City. Er bringt Glück. Das heißt, wenn man zusammen mit seinem Pokémon Geld hineinwirft, festigt man seine Bindung zu ihnen. Da ist die Arena von Azuria City, aber die betreten wir erst im nächsten Part. Dieser Bill. Ich habe gehört, dass von seltenen Pokémon ranzukommen würde, als würde er alles tun. Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf ihn. Wer würde mit so einer Sammlung wie der seinen prahlen wollen? Dieses Magazin im Titel, das Pokémon-Journal-Interview. Möchtest du es lesen? Ja, du musst lesen, ein bisschen Zeitung. Zukunftsprojekte von Pokémaniac Bill. Also im Moment erforsche ich, wie man sich in einen Pokémon verwandeln kann. Nee, das war nur ein Witz. Drückt man das bloß nicht ab. In Wirklichkeit dreht sich meine Forschung darum, wie man Gefühle von Pokémon verstehen kann. Wie wir nämlich wissen, was in ihren Köpfchen vorgeht. Oh, dein Pikachu sieht äußerst vielversprechend aus. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine neue Attacke zu erlernen, die ich erschaffen habe. Möchtest du ihm meine fantastischen Attacken beibringen? Ritzelturbo. Oh, das ist eine neue Attacke. Nice. Schauen wir mal das an, was es ist. Ritzelturbo. Ein stürmischer Blitzangriff mit hoher Erstschlag- und Volltrefferquote. Ich würde mal Routenschlag dann vergessen lassen. Wir haben jetzt Britzelturbo, eine Elektroattacke für Pikachu. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinen Pokémon zu haben. Achtet darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Es gibt 2 Arten von Angriffsattacken, physische Attacken und Spezialattacken. Wenn dieser Angriffswert eines Pokémon zu hoch ist, solltest du ihm physische Attacken beibringen. Okay, gut zu wissen. Wenn du mit Pokémon tauschst, kannst du eine Vielzahl verschiedener Pokémon-Arten erhalten. Außerdem steigen per Tausch erhaltene Pokémon schneller im Level auf. Na gut, Leute, dann werden wir uns unsere Pokémon heilen und wir machen uns dann bald auf dem Weg dann zur Route 24, denn wir sind noch nicht so weit für den Pokémon-Arena-Kampf.
Wir müssen unsere Pokémon jetzt noch stärker trainieren, indem wir Route 24 und 25 dann auf den Weg machen im nächsten Part. Das war's nochmal von diesem Part, Leute. Gebt einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Macht's gut und ciao, euer Red. Und abonniert fleißig, falls ihr weiterverfolgen wollt, meine Let's Plays. Bis zum nächsten Mal und macht's euch gut. Ciao, euer Red.